Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Wie viele ganze Werte für x erfüllen diese doppelte Ungleichung? Diese doppelte Ungleichung zerlegen wir sofort in zwei einfache Ungleichungen und lösen diese separat. Diese Ungleichung ist erfüllt dann und genau dann, wenn x² minus 20x streng kleiner ist als 0. Das ist ein Binom zweiten Grades, also lösen wir diese Ungleichung mit einer Zeichentabelle. Die zwei Nullstellen sind 0 und 20, da wird dieses Binom gleich 0. Da es zweiten Grades ist, schreiben wir außerhalb dieser Nullen das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus, und dazwischen entgegengesetzt. Dieses Binom ist also streng negativ, dann und genau dann, wenn x sich streng zwischen 0 und 20 befindet. Jetzt die zweite. Diese Ungleichung führt sofort zu x² minus 20x plus 75 streng positiv. Das ist auch eine Ungleichung zweiten Grades, also lösen wir diese ebenfalls per Zeichentabelle. Die zwei Nullstellen sind 5 und 15, denn deren Summe ist 20 und deren Produkt ist 75. Bei diesen zwei Nullstellen schreiben wir natürlich eine 0. Da dieses Trinom zweiten Grades ist, schreiben wir außerhalb dieser zwei Nullen das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus, und dazwischen entgegengesetzt. Streng positiv ist dieses Trinom da und da, also muss x streng kleiner als 5 oder streng größer als 15 sein. Jetzt fügen wir diese zwei Ungleichungen zusammen und schauen, welche x-Werte beide Bedingungen erfüllt. Das sind diese da, die grünen. Denn hier steht, x muss streng größer sein als 0, aber gleichzeitig streng kleiner als 5. Also muss x sich streng zwischen 0 und 5 befinden. Hier steht, x muss streng größer sein als 15, aber gleichzeitig streng kleiner sein als 20. Und deshalb muss x sich streng zwischen 15 und 20 befinden. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele ganze Werte für x sind in diesen Bereichen? In diesen Bereichen befinden sich als ganze Zahlen 1, 2, 3 und 4, die liegen da, und dann noch 16, 17, 18 und 19, die liegen da. Das sind insgesamt 8 Möglichkeiten, also die Endantwort auf die gestellte Frage ist 8. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.